So, Christian Schemeier, Coach und vieles mehr. Und dies ist mein Videoblog um viele Themen, vor allem Dating, Beziehung und Liebe. Und könnt ihr aber auch mal andere Fragen stellen, wenn euch irgendwas anderes gibt, ein Formular auf liebeschipp.de. Gibt beim anderen, dem, glaube in Berlin, vor allen Dingen gibt es noch Plätze beim Bootcamp. Ich glaube, Monat auch schon fast voll, da gibt es noch ein, zwei. Vielleicht sehen wir uns da oder auf der Liebeschipp-Party, 25.09. in Berlin. Und wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, findest du auf liebeschipp.de. Und wer neu dazukommt, ich sage mal, mein Signature-Kurs ist Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschips. Wenn du dein Beuteschema verändern willst, bist du da richtig. So, wir haben eine Nachfrage von Usbek Kotatowska. Und sie fragt: Hallo, danke. Folgendes Problem. Ich leite meinem toxischen Ex-Partner ein paar hundert Euro. Nachdem er sich von mir Ende Januar getrennt hat, schrieb ich ihm zurück, dass ich es einfordere und diese Frist läuft bald ab. Er schrieb zurück, dass es kein Problem sei. Ja, das ist schon wieder völliger Wahnsinn. Ich meine, kann er das doch einfach sofort, also in dem Moment, wo du das schreibst, kann er doch sagen, ja, was ist deine Kontonummer? Ich überweise dir das jetzt zurück. Okay, aber gut. Seitdem bin ich im Nullkontakt und weiterhin tapfer. Meine konkrete Frage ist nun, bestehe ich weiterhin auf der Rückzahlung oder verzichte ich einfach drauf? Also ist schon durchaus eine gute Frage. Also ich weiß jetzt nicht, wie wichtig ein paar hundert Euro für dich sind. Für manche Menschen ja extrem wichtig, für andere vielleicht nicht so. Ich persönlich würde ein paar hundert Euro sofort abhaken, das wäre es mir nicht wert, in Kontakt zu gehen. Aber wenn das jetzt viel Geld für dich ist, was ja total in Ordnung ist, ja, würde ich es ganz formal machen, würde ich Einwurf einschreiben, an ihn schicken, also nicht anrufen oder irgendwie sowas. Und ich habe dir ja Geld geliehen, ich hätte es gern bis zum 1.8. auf folgendes Konto zurücküberwiesen, durchaus ein bisschen formal. So, und und wenn es da nicht da ist, schickst du ihm halt einen Mahnbescheid. So, wenn du es nicht beweisen kannst, also meistens wird da ja nichts draus. Also, weil auf der anderen Seite dann großer Egoismus und prima, das Geld kann ich auch noch behalten oder als Faustpfand behalten oder keine Ahnung. Aber egal, kenn den ja nicht. Vielleicht klappt es ja problemlos. Aber wenn es nicht klappt und du kannst es belegen, dann würde ich das knallhart durchziehen mit dem Mahnbescheid irgendwie. Wenn du es nicht belegen kannst, hak's ab. Das bringt den Ärger nicht. Und ja. Sozusagen als Lehrgeld, ich habe das Gefühl, dass er, solange er mir es nicht zurückgibt, eine Art Pfand besteht. Ja, genau. Das muss jetzt gar nicht sein, dass er einfach das Geld behalten will, sondern bei vielen im Minuspol lieben es, Sachen nicht auszutauschen oder da ein Riesengewese drum zu machen, um Sachen auszutauschen, weil da kann man ja immer schön weiter Kontakt aufnehmen und wieder ein schönes toxisches Dreieck bauen. Und oder falls man mal niemand hat, dann kann man sich da melden und dann kann man es abholen und vielleicht läuft ja irgendwas. Also ich kenne euch jetzt nicht, ich fantasiere jetzt mal völlig frei rum, so, ne? Aber das ist schon recht häufig, ne? Ich müsste in den Kontakt gehen, wenn ich es wieder haben möchte. Welcher Weg ist der klügere? Also, wie gesagt, ob das jetzt ein paar hundert Euro sind oder ein paar Klamotten, also wenn es wirklich eine toxische Beziehung war, würde ich persönlich die Latte relativ hoch hängen, wo ich versuchen würde, es wieder zu kriegen. So, ne? Also klar, wenn es große Summen sind, wenn es ein Haus ist, dann muss man das bis zum bitteren Ende durchziehen irgendwie. Ne? Oder was weiß ich, die größere Summe. Oder dann, ja, da muss man halt auch mal in die Vollen gehen. Aber so würde ich sagen, komm, Lehrgeld. Ich würde es tatsächlich als Lehrgeld sehen. Und ich würde vielleicht einen Brief schreiben. Brief ist ja auch sehr dünne Form von Kontakt irgendwie, ohne irgendeine Erwartung. Wenn du ihn, aber du hast ihn geblockt, glaube ich, ne? Ja, wenn du dann einen langen Brief, wahrscheinlich kriegst du irgendeinen langen Brief zurück mit irgendeinem Kram, weiß ich nicht, aber ja, dann lässt man es halt. Ist blöd, aber die Welt ist teilweise echt schlecht, also es ist, wie es ist, ne?
Und viele Co-Abhängige, ich meine, das Universum ist ja recht neutral so, ne? Und das Universum will uns immer spiegeln. Deswegen kann man vielleicht auch sagen, ja, ich denke, wir waren schon oft hier auf der Erde und bestimmt werden wir auch mal im Tätermodus gewesen sein. Und deswegen, ja, sollte man versuchen, das ein bisschen locker zu sehen, wenn es irgendwie möglich ist. Und ja, das Universum matcht uns halt immer, damit wir was lernen irgendwie so, ne? Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen, die so ein Thema haben mit Co-Abhängigkeit, Pluspoligkeit, ja, dass die Unsummen Geld verlieren in diesen Beziehungen, damit sie letztlich ihre Lektionen lernen. Und Gott, ey, wenn ich überlege, wie viel härter ich geworden bin in den letzten Jahren, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, weiß ich nicht. Ich würde heutzutage echt, also ich ziehe viele Sachen heute einfach knallhart durch und bin da auch an vielen Punkten viel kühler geworden, weil ich, weiß ich nicht, weil ich finde, man kann ja auch nicht anders existieren in dieser Welt, ne? Wenn du da immer für alles offen bist und immer jedem vertraust, ja. Das, aber ich bin auch überzeugt, wenn man die Themen dann für sich abgearbeitet hat, dann kriegt man es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so präsentiert und ist da auch irgendwann Ruhe im Karton, hoffe ich zumindest. Aber solange wir hier sind, ist es kein Urlaubsplanet, dürfen wir weiter lernen. Und ja, und ich glaube, es geht auch darum, in so eine Mitte zu kommen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir alle engelsgleich rumlaufen und jedem alles vertrauen und anvertrauen, sondern dass in so eine Mitte kommen, in so eine gesunde Mitte, wo wir natürlich nicht selber komplett im Minuspol gehen, das ist schon schwierig genug, aber auch ja, uns nicht rumschubsen lassen, uns nicht scheiße behandeln lassen und das ist schon schwierig genug irgendwie, ne? Und da sind 300 Euro jetzt nicht, ja, andere verlieren, also Zehntausende, Hunderttausende in solchen Beziehungen, Gesundheit, alles Mögliche, Job. Ja, das würde ich persönlich jetzt sagen, ein paar hundert Euro draufgeschissen. Aber wie gesagt, ich will da jetzt nichts, ich weiß es nicht, wie viel das für dich ist und habe da auch Respekt vor. In diesem Sinne, wir werden uns bald wieder.